So Leute, es geht wieder los. Ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu den Nerdover News. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Und zwar nach dreiwöchiger Krankheit bin ich jetzt endlich wieder fit genug, um euch wieder die News zu bringen, die ihr so gerne mögt. Kommen wir als erstes erstmal noch zu dem Allround-Thema, was wir die letzten Wochen auch hatten. Bibi wird die ganze Zeit von allen Seiten in irgendeiner Weise geflamed. Und da machen mittlerweile sehr viele YouTuber mit, wenn auch indirekt. Alexi Bexi, Felix Bar. Worum geht es denn eigentlich? Warum wird sie denn so gehatet? Naja, es geht jetzt mittlerweile darum, dass die Leute sich aufregen, dass Bibi aus ihrem YouTube-Geschäft, was sie ja bisher hatte, ein großes, weites Geschäft macht. Und zwar gefühlt mit allen Mitteln und Wegen. Dazu gehört auch, immer ihren Fans zu sagen, ja, ich liebe euch so sehr und so weiter und so fort. Wie soll sie denn jeden Einzelnen lieben? Was ich aber grauenvoll finde, was ich wirklich schlimm finde und was ich nicht abkann, ist, wenn YouTuber genau diesen Effekt merken, dass sie checken, okay, hier gibt es Leute, die irgendwie mich als ihren Freund empfinden und dann diesen Effekt ausbeuten. Weil wenn man sich dann hinstellt und immer erzählt, hey Leute, ich liebe euch, ihr seid die Besten und auf Twitter ständig irgendwelche Herzchen-Emojis bringt und so weiter und so fort, nur um im Endeffekt irgendwie mehr Klicks zu erreichen und irgendwie mehr von seinem Duschschaum zu verkaufen, dann finde ich das echt einfach unter aller Sau. Und viele halten das für Geldmacherei, dass man einfach sagt, hey, ich liebe euch so sehr und die Leute fallen darauf rein und kaufen ihre Produkte. Was haltet ihr davon? Ist das normal? Sollte man das so machen? Oder sollte man auch mal ehrlich sein? Bleiben wir gleich mal bei dem Thema YouTube und Freunde und Fans und ich liebe euch alle. Da hat nämlich der Felix Bar ein kleines Video auf seinem Zweitkanal, die Rumpelkiste, gemacht, welches den Titel trägt: Wir sind keine Freunde. In diesem Video geht es vor allem darum, dass Felix Bar sagt: Hey, ihr seht mich zwar jeden Tag, ihr seht mich mehr als die Woche und so weiter und so fort, aber ihr kennt mich doch gar nicht. Wir können doch gar keine Freunde sein. Wie sollte man mit diesem Thema umgehen? Ich glaube, es gibt nur eine wirklich vernünftige und logische Lösung für das Ganze, und zwar pure Transparenz und pure Ehrlichkeit. Vielleicht interessieren wir uns für die ähnlichen oder gar vielleicht für die ganz genau selben Sachen, aber wir sind keine Freunde. Ich weiß nicht, wer du bist, ich kenne dich nicht und deswegen ist es unmöglich für mich, mit dir befreundet zu sein. Und sowas Ähnliches sagt auch John Peer von JP Performance. Ihr teilt, also ihr seid unheimlich begeistert für das, was ich tue. Da will ich aber auch ein bisschen bremsen, weil es geht mir nicht darum, dass jetzt alle sagen, boah, JP ist der Allerbeste. Ich bin nicht der Allerbeste. Überhaupt nicht. Viele sagen das andauernd und das ist totaler Quatsch. Was ist das für ein Wichser? Was ist das für ein Spinner? Also ich werde extrem teilweise beleidigt. Und die Leute wissen immer alles, was ich so tue und mache. Und ihr wisst es nicht. Das ist falsch. Ihr wisst gar nichts über mich. Mich kennt eigentlich fast keiner. Momentan habe ich so das Gefühl, dass sich YouTube in einem Umbruch befindet, dass die Leute sagen: Hey, wir machen coole Videos für euch, wir haben richtig Spaß daran. Bitte lasst uns doch so weit verbleiben, dass wir sagen können: Hey, das ist YouTube und das sind wir in unserer Freizeit und wir können nicht mit jedem befreundet sein. Was haltet ihr davon? Ist das normal oder sollte man das so sehen, dass ja YouTube irgendwie auch das interaktive Format ist im Vergleich zum Fernsehen zum Beispiel und dass die Leute sich einfach darauf einlassen sollen? Auf eure Meinung bin ich sehr gespannt. Kommen wir doch mal zu ein paar schöneren Nerd-Themen, und zwar wird eine neue Serie bzw. ein neuer Film angekündigt, direkt von niemand anderem als David Hasselhoff. Es wird ein Film oder auch eine Serie kommen, die nennt sich Knight Rider Heroes. Was es jetzt genau ist, weiß man noch nicht so recht. Man weiß nur, dass Kit und auf jeden Fall David Hasselhoff wieder vorkommen werden und dass es wieder um die Foundation für Recht und Verfassung gehen wird. Ich bin schon sehr gespannt, ich habe Knight Rider sehr geguckt, auch wenn man die heutzutage nur noch schwer ertragen kann, also für meinen Geschmack zumindest, und bin gespannt, was man aus dem neuen Format alles so machen wird. You sure you're ready for this? More than ever. Bleiben wir im Fach Filme und Serie. Leider ist am 26. November 2015 der deutsche Synchronsprecher von Homer Simpson verstorben. Der gute Mann hieß Norbert Gastel und war sage und schreibe 87 Jahre alt und konnte diese Figur über Jahrzehnte so überzeugend vertonen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird die Nachfolge antreten? Man weiß es leider noch nicht. Und ich hoffe, da wird noch einiges kommen. Und es wird schwierig werden. Ich meine, bei Marge Simpson haben damals schon alle gesagt, boah, wie soll man die ersetzen und so. Und ich finde, Anke Engelke macht da mittlerweile einen sehr, sehr guten Job. Bei Homer Simpson allerdings wird es sehr schwer werden. Zitrone, die macht die Kirsche platt. Doktor, was ist denn nur mit mir los? Ich gehe mal davon aus, dass es momentan so den Trend nachgehen wird, wie man es mit allen Neusynchronisierungen macht, dass man einfach mehr als Original rangeht. Nehmen wir doch einfach mal als Beispiel Dragon Ball Kai. Die Neusynchronisation von Dragon Ball Z sozusagen ist mittlerweile viel mehr am japanischen Original dran und damit viel erwachsener und viel ernster als das, was damals für RTL 2 gemacht wurde. Wer jetzt die besseren Synchronsprecher sind, das kann man ja dann sehen. Das wird man auch sehen. Aber ich denke mal, bei Homer Simpson wird es eine ganze Weile dauern, bis man sich an den neuen Synchronsprecher gewöhnt hat. Das letzte Thema. Nintendo NX ist mal wieder auf den Plan getreten. Und was soll ich sagen? Der Entwickler Takeshi Tezuka von Nintendo sagt, wir wollen Spiele State of the Art machen und es wird Spiele State of the Art geben. Was er genau damit meint, ist nicht ganz klar. Viele vermuten jetzt, dass die Nintendo NX, wenn sie dann rauskommt, genug Leistung haben wird, um die Xbox und die PS4 zu übertrumpfen. Ich bin sehr gespannt, ob Nintendo da einen großen Wandel macht, den sie seit Jahren verfolgen. Die letzte Konsole, die hardware-technisch konkurrenzfähig war, war der GameCube. Das ist schon eine ganze Weile her. Und wir werden sehen, ob Nintendo dieses Mal umdreht. Als allerletztes nochmal was kleines Persönliches von mir. Ich bedanke mich hiermit für 245 Abonnenten auf meinem Kanal. Es ist noch nicht viel, aber es wird immer stetig und stetig mehr und es kommen immer ein, zwei dazu. Danke erstmal dafür. Und ich wollte euch, euren Familien und euren Verwandten eine frohe Weihnacht wünschen. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal vor Silvester wieder. Wer weiß. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.